Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Game zu Monster Cross 4. Das Spiel kam in der Deluxe Edition, glaube ich, schon am Dienstag raus. Oder am Montag? Ne, am Montag, genau. Und am Freitag, glaube ich, kommt es in der Standardversion raus. Ich persönlich habe die Standardversion aber auf Disc. Darum habe ich es gestern schon erhalten. Und kann ich schon loslegen. Ja, ich bin definitiv noch kein Profi. Ich habe da ein Rennen bisher gefahren und ja, ein bisschen Trainings gemacht, aber ja, es ist nicht ohne. Also gerade wenn man schon länger nicht mehr MX gespielt hat, MXGP, muss man da jetzt mal wirklich gut reinkommen. Und es ist halt enger als MX. Wir sind in den Stadien und das ist schon deutlich schwieriger, wie ich finde. Also, es gibt jetzt auch Jubel. So, nach dem Rennen. So, mit was wir fahren und ja, Beschleunigung ist sicher wichtig für uns und Fahrverhalten wäre natürlich auch nicht schlecht. Da ist die Kawasaki eigentlich ganz gut. Beschleunigung und die. Quana ist auch ganz okay. Ja, komm, wir nehmen die Husqvarna mal. So, möchtest du das einführende Fahrtutorial starten? Nö, das habe ich schon gemacht gehabt. Ich glaube, das müsst ihr nicht sehen. Da seht ihr nur die grundlegende Steuerung, Kupplung L1 und so. Ich glaube, das können wir lassen. Wir gehen direkt in die Karriere rein. Und ihr seht hier, es gibt hier so drei Stufen, Futures, Rookie und Pro. Man muss Futures abschließen, um dann Rookie sein zu können, die Rookie-Meisterschaft, und dann gibt es auch noch die Pro-Meisterschaft. Das werden dann wahrscheinlich die 150er sein hier. As you can hear from the cheers, there is no doubt about who... Bei den Rookies, und ich glaube, sie sind auch sehr einfach gestellt, aber es ist schon genug schwer. So, das ist das Karrierezentrum. Auf dieser Seite kannst du entscheiden, was zwischen zwei Wochenende zu erledigen ist. Auf dieser Seite kannst du zunächst den Event wechseln. Mein Charakter übrigens, den habe ich Milestone genannt, also so wie er vorgeschlagen war. Spitzname glaube ich Nick. Und ja, er kommt aus Kalifornien. Also ihr könnt natürlich auch die Länder wählen, aber es ist ja eine US-Serie und die meisten Teile sind aus den USA. Und da steht dann auch immer aus welchem Bundesstaat. Ich habe jetzt Kalifornien genommen. Kalifornien. Und ihr könnt da aber auch Europa wählen und dann euer Land wählen, also Deutschland, Österreich, Schweiz, was auch immer, Italien, was ihr wollt. So, das schauen wir gleich mal an. Also hier im Startmenü, hier seht ihr weiter zum nächsten Wochenende, das sind dann die Hauptevents, die Rennevents. Unten habt ihr Probefahrt, das sind Trainings, wo ihr Punkte bekommt. Da schauen wir gleich mal rein. Dann gibt es extra Events, die sind jetzt noch nicht verfügbar. Hier seht ihr einen Punktestand, also in der Meisterschaftstabelle sozusagen. Dann seht ihr hier euren Fahrer und die Fähigkeiten. Und rechts seht ihr, also Kurvenfahrt hat er jetzt 0 von 5, Höhung hat er 0 von 5 und und. Und wir bekommen da Punkte. Rechts oben seht ihr Punkte, verfügbare Fähigkeiten, Punkt haben wir jetzt 0. Und da können wir dann alles verbessern. Also wir können das Bremsen verbessern, wir können die Motorradkontrolle verbessern, wir können das Kurvenverhalten von uns verbessern, also unsere Fähigkeiten. Wir entwickeln nicht das Bike, sondern eigentlich uns selbst zu einem besseren Fahrer. Und da seht ihr halt auch immer, ich glaube, wir können uns halt nur bis da entwickeln und das nächste, also Stufe, diese Stufen hier werden dann nur in Rookies Cup verfügbar, die wir dann in der Pro League. So, dann hier können wir das Bike anpassen, ich weiß nicht genau, aber können wir jetzt für Credits auch andere Bikes kaufen, weil wir sind ja noch bei keinem Team, also wir können da theoretisch wechseln. Wir haben aber nur 1000 Credits und bräuchten 100.000. Komponenten, ja, da kann man ganz, ganz vieles anpassen, ihr seht es hier, gibt es eine große Auswahl, das können wir später mal anschauen. Und irgendwo müsste das ja auf dem Bike sein, oder? Die Beschriftung, ich weiß es nicht.
Ja, da seht ihr, was sich alles verändert. Also da kann man ganz, ganz vieles machen. Aber wir lassen das alles mal. Wir lassen mal alles. Tagebuch, hier sehen wir dann wirklich alle unsere Statistiken, also gewonnene Qualifying Sessions, perfekte Starts und. Ganz, ganz, ganz vieles. Und ja, wir gehen mal zur Probefahrt, würde ich sagen, hier. Und wählen mal The Lion aus, hier das erste Level. Und da seht ihr eine Punktezahl. Die ist sehr, sehr gnädig eigentlich, also 450 Punkte da auf der ersten Stufe. Das geht, wenn ihr das aber schafft, wird es natürlich dann immer härter. Und die Trainings sind ganz cool. Die sind außer, also die sind draußen, die sind nicht im Stadion, sondern die sind wirklich so ein bisschen eher wie bei MXGP. Hier sieht man sehr, sehr viele Leute überholen, dass man sich jetzt nicht mehr so ruhig werden. Und hier sieht man ja nicht mehr so ruhig werden. Und hier sieht man ja nicht mehr so ruhig werden. Und hier sieht man ja nicht mehr so ruhig werden. Und hier sieht man ja nicht mehr so ruhig werden. Und hier sieht man ja nicht mehr so ruhig werden. Haben wir. Das wird jetzt spannend. Oh, wir haben 600 Punkte. Also wir haben die volle Punktzahl. Also 450 für 3 Sterne doch geschafft. Ganz knapp. Aber jetzt nicht besonders gut. Wir hätten noch 2 Versuche, aber das ist das Maximum, was zu holen ist. Und jetzt müssen wir Kreis drücken. Mit Viereck würden wir es wiederholen. Dann können wir jetzt theoretisch auch noch ein zweites Event machen. Das Snake wählen wir mal. Das bin ich noch überhaupt nicht gefahren. Mal schauen, was das ist. Aber wir haben, glaube ich, 3 Fahrten. Also wenn wir jetzt wiederholen einmal, dann können wir danach nichts mehr fahren. Aber wenn wir das im ersten Versuch, ihr seht hier 2 von 3 Versuchen. Also man hat da nicht zwischen den Events immer 3 Versuche. Also zwischen den Wochenenden oder jede Woche. Und wenn ich jetzt vorhin das nicht geschafft hätte mit den 3 Sternen und ich hätte das wiederholt, dann hätte ich jetzt hier nur noch einen Versuch. Aber jetzt habe ich 2 Versuche. Wenn ich Glück habe, verbrauche ich hier nur einen. Dann könnte ich noch ein Event machen. Und wenn ich Pech habe, verbrauche ich hier beide. Und wenn ich ganz viel Pech habe, verbrauche ich beide. Und ich kann Sterne. So, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, was hier abgeht. Jetzt muss ich durchfahren. Punkte. Also das ist sehr, sehr easy noch. Aber das wird dann relativ schnell mal auch ein bisschen sportlicher. Und ihr bekommt hier halt wieder Punkte, die man dann, glaube ich, braucht. Das sind jetzt nicht viele Punkte, so 400 oder was auch immer, oder was wir da bekommen. Aber mit diesen Sternen irgendwie, ich glaube, das ist dann eben für die Fähigkeiten Punkte zuständig, neben den Rennwochenenden. Ja, wir haben jetzt schon 60 Punkte, ihr seht es. Da können wir mal hier reingehen. Und Kurvenverhalten ist ja immer gut. Das kostet 1 Punkt, das kostet 1 Punkt. Hier noch je 2. Ich würde sagen, wir machen da mal einfach alles auf Stufe 1. Was geht? Bremsen auch immer gut. Ja, alles auf 1 und dann 8. Das hier auch noch dann. Und dann schauen wir dann später, was wir auf Stufe 2 bringen, weil das kostet dann natürlich auch 2 Punkte und das Snake haben wir geschafft. Dann testen wir doch mal to searchen. Das sind diese Sprünge, diese Wellen, die sind nicht ganz ohne. Da habe ich eigentlich meine größte Mühe.
danach gehen wir dann ins erste Wochenende rein. Ach, scheiße. Ja, 54% immerhin. 2 Sterne. Das muss reichen. Wir können nicht mehr wiederholen. So, und haben da nochmal 2 Punkte bekommen, die wir da auch noch verwenden können. Und hier entweder Bodenkontrolle oder Kontrolle bei der Landung. Und ich würde sagen, bei der Landung. Und dann gehen wir hier direkt ins Wochenende rein. In Kalifornien ist das Rennen, das ist ja sehr, sehr nice. Heimspiel. Angel Stadium, Anaheim, California. Everything is ready for another spectacular round of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship. I'm Ralph Shaheen. And Ricky Carmichael. Ricky, the riders are ready to go. Yes, Ralph, the engines are already running and the riders are moving up to the starting gate. The most long-awaited moment of the evening. As you can hear from the cheers, there is no doubt about who is the crowd favorite. Will that be too much pressure or the motivation needed to get the win? Und ja, jetzt haben wir das kurze Ding gewählt ohne Qualifying, weil wir nichts angepasst haben. Scheiße. Jetzt sind wir direkt im Rennen, haben natürlich einen schlechten Startplatz. Das muss ich danach dann für den nächsten Event anpassen. The riders are in the gate. War sehr, sehr cool, ich glaube, weil das weg bei diesem Controller. Das ist echt cool. Umgesetzt. Ja, so wie das war. Man merkt halt auch fehlende Power bei den vierten Liedern, kommen da halt immer so rüber und wieder. Da habe ich manchmal meine Ideen, weiß ich nicht gar nicht. Da merke ich dann von tiefer und ich glaube, ich war auch sehr einfach und wirklich. Also auch kein Ziel, das ist doch ein einfacher alles. Eine typische Mindstone-Strecke ist wieder Qualifying. Da wirst du halt von allen überholt und hast dann trotzdem Power, das ist wirklich Mindstone. Das oder teilweise auch das Riesenteil und überholt alle in einem Vorteil, hat aber nicht wirklich Zeit. Oh, und man kann zurückspulen, aber nur 3 Mal maximal kann man auch laden. Links und links sind dann hinterher. Mit 2 Rennen kann man zurückspulen. Mit der Zeit lädt sich aber der Ball wieder, sich auch wieder auf. Man kann wieder 3 Mal zurückspulen. Das ist eine coole Neuerung. Man kann sich das Zurückspulen auch komplett springen lassen oder den Spiel. Aber man hat jetzt 100 Versuche zurückzuspulen. Das ist eine coole Sache. Mit 7 Sprüngen. Da lädt man das auch wieder ein bisschen schneller auf. Also man kann auch ein bisschen. Das ist eine ganz coole Sache. Und ja, jetzt habe ich gerade eine Einladung bekommen, da war ich. Ja, da hat Kai aber auch immer zu tun, ne? Ja, cool. Aber ja, das ist ja ein kompletter Markt. Piraten, ja. Da müsst ihr echt ein Timing finden, da müsst ihr wirklich ein bisschen Speck kennen. Alles auf einmal läuft. Aber das, wie gesagt, das ist der Controller, das ist gut. Schade ist aber, dass ihr das nicht kaufen könnt. Kein gratis Upgrade auf die Spitzer. Dann müsst ihr das neu kaufen. Wenn man nur bei Ride wieder da kann. Aber bei sehr, sehr, sehr gratis Milestone. Ja. Das
dass wir die meisten Konkurrenz haben. Du, meine Freunde. Einfach keine Auflage. Ich wundere mich, dass ich jetzt geladen werde. Eigentlich Late wieder nach, hat sie gesagt, aber ich werde mal warum auch nicht. Aber so mehrere Sprünge nacheinander, das habt ihr bei ihm. Und das ist wirklich so sauber spielen bei Körper. Da muss man so gut das Teil nehmen. Die wissen, wo man vielleicht auch mal bremsen muss. Und wenn ich dann zu weit komme, das macht es schwieriger. Wenn ich jetzt gerade verkackt und dann muss ich laufen, dann muss ich jetzt so richtig abbremsen und schauen, wenn ich wieder irgendwo gelandet nach einer Welle. Das ist eine Gegengerade. Das wird wohl dann kaum da. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Sehr einfacher. Von ohne. Ich finde, es wird einfacher. Das ist doch was. Zwei, glaube ich, mal. Das kann ich auch nicht so gut nehmen. Ich kann nicht. Aber das ist echt hart. Ich habe vorhin noch gefahren. Also, the results come up on the screen showing how they raced across the finish line jump with a deshalb muss ich sagen, ja, doch, das ist ein bisschen, das ist ein solides Spiel. Das ist nicht grandios, aber es ist solide für Milestone-Verhältnisse, ist überdurchschnittlich. Und jetzt können wir Rennen 2, genau, jetzt müssen wir eigentlich umschalten, dass die Weekends länger sind, damit wir ein Qualifying haben, ein bisschen Strecke kennenlernen dürfen. Das war jetzt natürlich gar nichts von mir. Hier auf 20, ja, 3 Punkte.
Jetzt können wir natürlich wieder Probefahrten machen, aber das habt ihr ja gesehen. Ich würde sagen, wir schauen noch kurz. Extra-Event könnten wir jetzt machen. Das schauen wir gleich noch kurz an. Aber wir machen hier Semi-Pro-Rennsession. Dann haben wir auch ein Qualifying. The Real Thing, da hätte man Qualifying, Heat, Last Chance, Qualifier und Main Event. Richtiges Training gibt es leider nicht. Also das finde ich sehr, sehr schade. Das müsst ihr dann wirklich im Einzelrennen sozusagen. Könnt ihr die Strecke durchtesten und dann da reingehen, meiner Meinung nach. Renndistanz, ja, finde ich auf kurz ganz okay. Und ihr seht, ich bin auch sehr leicht und fahre wie ein Idiot. Vielleicht wäre ich schneller, wenn ich auf fortgeschritten gehe. Bei MXGP bin ich immer fortgeschritten gefahren, aber boah, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht unbedingt ausprobieren gerade. Rewind? Habe ich doch auch einen gehabt. Da steht aus, aber... Oder weil ich da auch vor... Ich weiß es nicht. Aber Rewind lassen wir natürlich ein. Flow-Hilfe. Das wäre, glaube ich, ganz gut für mich. Ich lasse es mal aus, aber das ist vielleicht im Üben ganz gut. Das ist so eine Ideallinie sozusagen. Könnte, wenn es gut umgesetzt ist, ganz gut sein, damit man die Strecke ein bisschen kennenlernt. Wir schauen jetzt, der Part ist glaube ich schon mal die 20 Minuten alt jetzt. Wir schauen noch kurz in den Einzelspieler, oder wir schauen da ganz kurz rein. Add-ons gibt es noch nicht. Ich glaube, die kommen dann, wenn das Hauptspiel grundlegend draußen ist, am Freitag dann rein. Das ist wegen den Season Pass, aber den braucht man glaube ich nicht unbedingt. Tutorials. Ja, Streckeneditor. Das ist eine coole Sache. Also ihr könnt hier wirklich Strecken erstellen, bearbeiten. Ja, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch bei MXGP. Mehr Spieler. Es ist ja eSport ready. Die haben da gesagt, es kommt ein Update und dann groß eSport. Naja, ich weiß nicht. Milestone und eSport passt nicht so zusammen, finde ich. Und dann Einzelspieler. Hier könnt ihr eine Meisterschaft fahren, Karriere, Reifenmischung. Frag mich nicht, was das genau ist. Ich habe mal reingeschaut. Ja, das seid ihr eigentlich so Open World mäßig unterwegs. Auf so einer kleinen Open World Gebiet. Das hat ja auch Ride 4, sowas ähnliches. Und dann einfach ein Event. Das schauen wir ganz kurz mal die 450er an. Und ja, komm, wir nehmen wieder die Husqvarna. Nee, wir nehmen was anderes. Wir nehmen. Es hat ja, glaube ich, auch Schweizer hier, aber ich weiß es nicht genau. In der 250er oder in der 450er fahren, aber ich glaube, es gibt Schweizer. Ich bin nicht 100% sicher, die Supercross fahren oder was die da fahren. Dort drüben, aber in den USA, so Motocross, gibt schon Schweizer irgendwo, aber ich weiß nicht, ob die eher so an so Sprung-Events mitmachen, auf so Schanzen oder wie, ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, hier sehe ich jetzt keinen, aber wir nehmen doch mal die Honda. So, die sieht ganz nice aus. Und wir fahren mal eine ganz andere Strecke. Ihr seht hier alle Strecken. Salt Lake City hat irgendwie ganz, ganz viele Varianten. Ich nehme mal an, wegen Corona haben die da dann halt in Salt Lake City letztes Jahr dann vieles gefahren. Und dann einfach immer die Strecke angepasst. Und wir gehen da mal auf... auf Regen. Dann seht ihr mal, wie das aussieht. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal rein und ihr seht hier die Ladezeit jetzt schon auf 53%. Und das sollte gleich wohl sein. Das läuft wirklich butterweich. Grafisch sieht wirklich auch gut aus. Die PS5-Version ist wirklich wirklich gute Version, also läuft wirklich super rund und da kann man so sagen, die Controller umsetzen, die perfekt haben. Also es macht schon mehr Spaß hier als auf dem Controller. Ja, da ist keine Ahnung. Ah, komm, neu startet Events, weil ich verstehe gerade auch nicht, warum ich so schlecht gestartet bin.
Da war ich, glaube ich, unkonzentriert und habe irgendwas verpennt. Keine Ahnung, wie ich gedacht. Ich komme gut weg, aber dann sollte ich unfassbar weg. Aber ich ja. Ja, und jetzt fühlt man schon, man hat hier schon ein bisschen mehr Power. Ja. Da ist es dann auch ein bisschen einfacher, über diese Sprünge teilweise zu kommen, wo ich in der Zeit wieder ein bisschen höher habe. Aber dafür ist es in anderen Bereichen schwieriger, schneller und schneller. Ja, das ist genau das. Von der Zeit, die ich wieder noch mehr habe. Wenn ihr so eine Gerade geht, bleibt immer in der Gerade. Es gibt natürlich auch andere Ansichten. Ach, Scheiße. Aber boah, das ist gar nicht mein. Und es gibt auch noch eine Helmansicht. Hier ist ein Filter. Aber das ist nicht mein. Ja, ich würde sagen, wir machen das nicht wieder und wir haben eine ähnliche Frage, da auch nicht was machen wir nicht mehr ein. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich das Tempo rausgenommen, das war ganz gut. Aber für sehr einfach bin ich echt schwierig. Also ich fahre ja wirklich nicht gut, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich so unfassbar scheiße bin. Also MX2 habe ich am meisten gespielt, das kann ich nicht weiß. Oder wann auch mal, oder 2016, das ist schon eigentlich egal wieder. Weil ich noch 15 weiß, aber ich doch so richtig. Ich sehe wahrscheinlich. Aber da habe ich auch schwer gespielt und. Und Supercross ist schon schwieriger und alles, aber und ich bin überhaupt nicht mehr drin, klar, aber es ist so schlecht, wenn es doch hier einfach sind für Kinder gemacht wird. Für Leute, die nicht alles machen, das ist schon ein bisschen schwierig. Das ist nämlich wohl auch so ein bisschen einfacher machen, oder? Also wenn die ja schon so unfassbar scheiße. So, bei letztem Spiel ist es wieder, sorry, ich kann wieder zurück. Der Name, ja. Der Rewind, einmal, oh, ich meine, der lebt relativ schnell nach. Ich glaube, das ist noch wohl falsch eingestellt. In der Karriere nachgeladen hat. Ich kann bald wieder zweimal. Kein Blick auf die Geraden da. Wenn ich da kann, dann kann überstellt's mich wieder. Ja, ihr seht ja, es ist echt hart. Also ich finde es richtig schwierig und sehr einfach. Ich weiß nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr schon gehabt habt, auf welchem Spielfeld gerade ihr spielt. Vielleicht schon besser als ich, aber ich finde auch wieder schwierig. So. Die Runde haben wir auch schon wieder abgeschlossen. Ich würde sagen, das passt jetzt. Das ist etwa eine halbe Stunde zum ersten Part. Mir ist es echt ein bisschen zu schwierig aktuell. Ich spiele ein bisschen MXGP aktuell, um da wieder ein bisschen ins Motocross-Ding reinzukommen. Einerseits, weil der Schwierigkeitsgrad dort meines Erachtens einfacher ist und das Spiel an sich halt auch einfach einfacher ist. Aber es macht Spaß und für mich ist es insgesamt das rundere Paket als MXGP 2020, weil ihr einfach wirklich einigermaßen einen Karrieremodus habt. Niemand kann mir sagen, dass das 2020 wirklich gut ist.
Das erwarte ich irgendwie in einem Mobile Game, so einen grundlegenden Baum. Und auch die Trainings hier. Aber es ist immerhin etwas da. Und wenn ihr es mit MXGP vergleicht, auch mal so Bernie Baum beispielsweise rein, Bernie Gaming, da seht ihr da gar nichts. Also da habt ihr wirklich nur die Events und den Punktestand und könnt den Fahrer anpassen. Und das war's dann komplett. Hier habt ihr dann immerhin noch einen Rivalen, ihr bekommt dann auch einen Vertrag. Seht hier rechts von einem Team mit der Zeit und und. Also das ist immerhin ein bisschen was ist da. Und wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt bekommen, den wir ausgeben können. Dann haben wir jetzt alles auf Stufe 1. Ja, vielleicht bin ich auch so langsam hier, weil ich natürlich noch nicht so weit bin und die anderen Fahrer besser sind, aber ihr habt jetzt auch im schnellen Event gesehen, ich bin da echt chancenlos. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch ein paar sehen wollt. Ich fahre jetzt bei dieser Karriere nicht weiter, also wenn ich selbst fahre, werde ich ein bisschen Einzelspieler fahren, primär aber MXGP. Und ja, wenn ihr dann sagt, ey, ihr hättet noch Bock auf ein Part, dann schreibt das gerne. Dann kann ich gerne noch ein Part machen. Und hoffe, dass ich dann ein bisschen besser bin. Bis dann. Aber ich hoffe, das war auch so für den ersten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss mal schauen aktuell. Ja, fehlt mir ein bisschen den Bock zum Streamen. Und Streamen aktuell über die PS4 ist eh ein bisschen schwierig. Ich müsste über den PC, weil das internetmäßig aktuell ein bisschen schwierig ist. Weil die Hardware dafür habe ich meinem Kumpel gegeben. Was ich sonst immer nutze für die PS4 zum Streamen, das ist ein bisschen kompliziert. Aber ja, ich muss auch mal wieder irgendwelche Games bringen auf meinem Kanal. Da wird auch wieder was kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber aktuell, ja, ein bisschen schwierig. Hat verschiedene Gründe. Aktuell spiele ich auch öfters mal Warship am Abend. Das bei Bernie. Und ja, vielen Dank an alle nochmals. Tschüss.